Willkommen zurück in der Karibik. Des 17. Jahrhunderts. Auch wenn es nicht aussieht wie Karibik, aber es ist sie. Aber wir haben irgendwie heute einen schlechten Wettertag. Wir sind Christopher Raven. Und sind dabei, einen Mann zu suchen, der möglicherweise bei den Mördern unserer Familie dabei war. Er sollte sich auf dieser Insel befinden. Doch dann haben wir festgestellt, diese Insel oder die Stadt dieser Insel wurde überfallen von den Eingeborenen und er wurde verschleppt. Wir fanden eine Nonne, die uns einen Hinweis gegeben hat, wo er denn sein könnte. Und jetzt sind wir unterwegs mit unserem Bootsmann. Nee, Quatsch, ersten Offizier Donovan, der da steht, um im Dschungel nach ihm zu suchen. Wie ist die Lage, Donovan? Es sind sehr viele. Kannibalen, wenn ich mich nicht irre. Wir sollten uns anschleichen. Gut, geht voran. Ja, aber lau. Wie ist denn hier Schleichen? Entdeckung! Wie ist denn hier in Deckung gehen? Man muss ja direkt mal Pause machen. Schleichen, das haben wir ja noch nie gehabt. Ach, mit C. Der Kerl muss unschädlich gemacht werden. Nehmt die Messer hier. Das geht leise und aus der Distanz. Zielt auf den Kopf. Okay, Messer ist... ja, sollten wir aber erstmal irgendwie an den Rand kommen. An den Rand kommen. Was, und der sieht uns nicht so, wie der da hinten rumtaumelt? Der Trudel da hinten rum. Ah, klasse. Ja, super. Der war schön. Ja, der war auch schön. Okay. Plündern tun wir trotzdem. Was haben wir da enthalten? Schleichen ist nicht mein Ding. Ich werde einen anderen Weg finden. Ja, das ist meins auch nicht. Also wir sind doch eher direkt. Wir sind doch Piraten. Wir schleichen nicht. Verstanden. Viel Glück. Wir sind doch Piraten. Rat. Was haben wir da gefunden? Kameria-Halskette. Okay. Ich nehme mal an, die roten Punkte da. Wie viel von den Messerchen habe ich jetzt überhaupt noch? 6. Schleich durch die Sümpfe. Ah, da schleichen wir halt wieder. Vorne steht einer. Komm ich überhaupt so weit mit dem Messerchen? Kommt der nächste. Geht er weg? Ich glaub's nicht. Schleichen wir mal.
Schleichen wir mal weiter. Hier im Dreck und Modder rum. Hier wird mir aber auch noch einer angezeigt. Oder ist der oben im Gebälk? Der könnte uns jetzt schon sehen. Okay. Ach Jungs, das mit dem Schleichen, das ist ja hier irgendwie... Wer will schleichen, wenn es auch einfacher geht? So, wo war er denn hier? Komm du auch her. Plündern. Wo war jetzt denn da? Wer versteckt sich unter dem Bohlendamm? So, das zum Thema Schleichen. Da wird doch auch wieder rot einer angezeigt. Sind die hier die Berge hoch? Aber hier sehe ich ihn gar nicht. Da vorne ist definitiv... Was ist mit dem? Ist das jetzt hier so ein... Ach, das ist das Feuer. Ich hab schon gedacht, irgendwie hat's mich gerade an... Ach, wie heißt denn das Ding da? Ein Alien, nicht die andere... Erinnert der diese Rüster-Quatsch, diese Tarn-Dings da anhatte. So, was haben wir noch hier? Da hinten ist noch was. Hier gibt es ja einige, aber wozu zum Hölle soll ich da eigentlich schleichen? Die kommen doch eh einzeln angeeiert und dann kann ich sie auch gerade abäschern. Naja, ist halt die Aufgabe jetzt hier momentan. Aber irgendwie sehe ich sie auch alle nicht. Der ist eigentlich geplündert hier, wenn ich hier so gerade... Doch, hab ich doch, oder? Hab ich ihn geplündert? Ja. So, wo da vorne geht noch einer? Aber was mit Schleichen wird das jetzt auch nicht allzu viel bringen? Er hat sich in den Baum geschlichen. In meinen Augen nur Sinn, wenn ich schleiche, wenn er mich nicht mitbekommt. Aber der hier hat mich doch schon wieder mitbekommen. So. So, Freunde. Dann kommt mal her mit euren Tröten. Was, du weigerst dich noch? Perlchen. Und die sind keine Glasperlen. Was ist denn das? Hurra? Croton? Ja, man kann ja wohl in dem Spiel sich auch gewisse Tränke selber zusammenbauen. Brauen. Also Stärkungstränke und solche Sachen sind wohl selber zu machen. Das Problem, was ich darin sehe, ist... Was ich darin sehe, ist, ich muss nach Osten. Da muss ich hin. Oh, da kam ich doch her. Wuss. Wie hat Donovan es eigentlich geschafft, so schnell hier voranzukommen? Würde mich mal interessieren. Das Problem, das ich daran sehe, ich habe noch keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, den könnte man vielleicht tatsächlich mal...
quietscht aber auch wie Sau. Aber ich habe so das Gefühl, ich treffe euch am Ende, weil dieser Pfeil zeigt in eine ganz andere Richtung. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal diesem Pfeil nachgehen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich hier wirklich längs muss. Aber ich gehe mal davon aus, weil der Pfeil zeigt hierhin. Ja, man kann also Getränke, sich diese Stärkungstränke und das Zeug selber machen. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe ja noch keinen Alchim... Ja, da oben ist einer. Der hat uns aber gesehen. Sehr schön. Hat es gesehen! Das war es dann aber kurz, wie er uns gesehen hatte. Und ich weiß immer noch nicht. Wie komme ich denn da jetzt auf die Brücke drauf? Hüpf mal, hüpf mal! Irgendwo muss es doch hier auf die Brücke gehen. Wo man diese Tränke macht. Falls irgendjemand eine Idee hat, eine Eingebung hat, wie ich an diese Getränke oder wo ich diese Getränke machen kann. Denn ich habe auch keinen Mischbeutel, also mir sind schon so einige Sachen eingefallen, die man ja aus anderen RPGs kennt. Sei ob es da einen Tisch gab oder einen speziellen Beutel oder irgendwas, ja. Aber ja, hier zum Beispiel, genau, Zutaten, Kokospalmen, Spirituose. Wie kriegt man das jetzt aber in irgendeiner Form zusammen? Oh, ich stehe gerade mal, sehe ich gerade mal kurz vor Level 8. Was war der? Level 11. Nein, ja. Ich bräuchte noch mal eine dritte Pistole. Aber die kostet Geld und wir haben kein Geld. Wir haben doch kein Geld. Wir sind vermutlich der ärmste, abgebrannteste Pirat, den die Karibik je gesehen hat. Wir müssten uns eigentlich in Grund und Boden schämen. Ob ich den von hier treffe, sei mal dahingestellt. Ja. Ach, kommt der jetzt hinter uns her, die Pfeife? Es ist mir egal, soll er gucken. Soll er machen. Wir sind Christopher Raven. Im Schleichen sehen wir eher aus wie, ja. Als wenn wir ganz dringend mal wohin müssten. Steht auch einer, aber ich glaube, da werde ich jetzt hier das mit dem Schleichen mal abkürzen. So. Plünder mal. Also, falls einer eine Idee hat, wie ich diese verdammten... Doch, der ist tatsächlich hinterher gekommen. Wie eierst denn du rum? Dann soll er es mir schreiben. Ah, da kommt hier noch einer. Hallo. Ring. So. Aber ich gehe mal davon aus, wir müssen diesem Bohlendamm folgen. Ich glaube, da kann ich auch mit der Pistole hier rumwilgern. Ja. Und tschüss. Das war doch mal ein sauberer Abstich. Mein Messerchen habe ich zurück.
So, was haben wir noch hier? Vor allem diese super tollen, modischen Kannibalen-Fackeln hier, bestehend aus einem... Da. Setz ich mal daneben, da machen wir mal einen schönen Screenshot. Hier. So ist das doch schön. Einen wunderbaren Screenshot. Tja, weiter geht's. Auf unserer Anti-Schleichreise durch den Dschungel. Eins, zwei, drei, ganz viele. Komme ich nicht so ran, wenn der mich direkt anguckt. Was soll ich denn da anschleichen? Der pinkelt oder was? Okay. Einer definitiv weniger. Automatische Speicherung. Oh, es wird jetzt gefährlich. Haben wir noch vier von denen rumhocken. Ja, gut, okay. Freunde der Nacht, ich sehe schon, dass mit dem Schleichen und Christopher Raven... Zwei Welten treffen aufeinander. So. Das war's. Genug geschlichen. Völlig genug geschlichen. So. Metopium? Was soll denn das bitte sein? Ach, die Kokosnüsse könnt ihr an sich auch behalten. Plündern. Messer und Halskette. Ja, apropos Messer, habe ich überhaupt noch? Noch fünf habe ich tatsächlich. Dann wollen wir mal weiter. Hier sieht es ja eher aus, als wäre hier nichts los. So, dann haben wir da rechts noch einen Haufen. Ah, da ist auch Donovan. Wir sind ja langsam da. Wo wir sein sollten. Wo ist denn unser Donovan? Gerade zur rechten Zeit, Captain. Aha. Ich weiß. Alles in Ordnung? Ja. Ich habe den Weg erkundet. Und? Wie sieht's aus? Oh, es ist hier dunkel. Leck mich da am Ärmel. Der Schlucht festgehalten. Wie viele sind es? Eine Menge. Aber es ist mir gelungen, unsere Männer herzurufen. Aha. Dann gibt's ja keine Probleme. Legen wir los. Langsam, Captain. Auch mit den Männern wird es nicht einfach. Sie haben ihre Bogenschützen auf den Felsen, direkt über der Schlucht. Wenn ihr da hochgeht und jeden einzelnen von den Kerlen erledigt, dann können wir uns durch die Schlucht kämpfen. Okay. Gut. Nun, ich werde hochgehen und euch Deckung geben. Gut, da kommen die Männer. Gibt's noch Fragen? Nee, gibt's nicht. Wenn es noch was gibt, das ich erfahren sollte? Da wäre noch was. Auf der linken Seite haben sie noch ein Lager. Wir sollten die Kerle unschädlich machen, sonst helfen sie den anderen. Okay. Gut, ich übernehme das. Ich übernehme das. 1000 Erfahrungspunkte, damit habe ich auf alle Fälle das nächste Level erreicht. So, auf der linken Seite ist es das hier. Haben Sie noch ein Lager? Okay. Oh. Ja. Das sind ja ausnahmsweise mal ein paar mehr als gedacht. Ja. Wir sind nicht Christopher Raven und sind hier
Um uns mit ein paar... Wir machen jetzt hier Tabula Rasa. Ja, kommt, Leute. So, wo sind die anderen? Kommen da schon runtergewackelt? Ja, wackelt ihr, Mann. Auf geht's. Warum geben die unterschiedlich viele Erfahrungspunkte? So. Au, oh, den habe ich gerade gesehen. Schleichst du dich von hinten an? Geht's noch? Ja, da oben sind sie auch noch. So, Freunde. Wollen wir erstmal dieses Lager hier auf dieser Seite. Auf geht's. Naja, also wirklich viel Gegenwehr leisten sie jetzt nicht. Du bist der Häuptling, du bist so großer. Ja, sieht so aus, als wenn du der Häuptling wärst. Kannibalenhäuptling ist tot, 400 Erfahrungspunkte. So. Das war's. Lager leer. Sehr schön. Gehen wir unserer Lieblingsbeschäftigung nach und plündern ein wenig. Was? Olivo? Olivo? Olivio? Aztekenschatz. Aztekenschatz hört sich gut an. Stärkungstrank, Mittel. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwas im Lager, was wir in irgendeiner Form als nützlich ansehen könnten? Steht eine Kiste, kann man die öffnen? Ja. Tinktur der Bleiernschwere, Stärkungsberserkertrank, okay. Aber wo kann ich die Tränke machen? Wo zur Hölle kann ich diese Tränke herstellen? Der würde doch auch prima, kann ich mich da hinsetzen, leider. Prima auf mein Schiff passen. Tja. Und hier haben wir noch. Was haben wir hier? Ich glaube, euer Essen mache ich nicht, wenn ihr wirklich Kannibalen seid. Da stehe ich nicht so ganz drauf. Ja, gut. Hier, wie ich sehe, ist wohl nichts mehr. Dann wollen wir da unten... Habe ich da noch eine Mission zu plündern? Nee. Dann wollen wir da unten noch ein bisschen... uns das Zeug holen. Aber ich sehe schon wieder, Mensch, 24 Minuten... Dann werden wir den eigentlichen Angriff in der nächsten Folge machen. In der nächsten Folge. Ja, du legst dich zurück. Du hast es geschafft. Tja. So. Also das ganze Zeug. Ring-Ura, also Ura, was das sein soll, ich weiß es nicht. Da hinten steht zwar eine wunderschöne Kiste, aber diese Hütte hat eine noch viel schönere Wand. Wir kommen nicht an die Kiste. Ach Leute, 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 Leute. Solche Bugs sollten doch langsam sicher mal auf irgendwas da. Komme ich da dran? Komme ich da dran an die Kiste? Nee. Da kann ich die Wände hochgehen vor lauter Wut und Zorn, sprich und sonst wie wörtlich gemeint hier. Naja, gut. Es hilft nix. Der hat gar nicht aufgeschlossen. Der hier. So, also zurück zu unserer Truppe. Das linke Lager hätten wir damit erledigt. Habt ihr die Gefahr beseitigt? Ja, haben wir. War ein Spaziergang. Gut. Wollen wir weitergehen? Ja, klar will ich das.
dann machen wir an dieser Stelle natürlich einen Cut. Speichern. Speichern dann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zur Raven Squire hier auf dem Kanal wieder. Ich glaube, das werde ich ein bisschen aufhellen müssen, mal in der Videobearbeitung. Es ist zwar dunkel, Nacht, aber das ist mir ein bisschen dunkel. Würde mich freuen, wie gesagt, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao! Großer Gott, was ein Haufen Kannibalen hier im Dschungel. Aber wir haben uns ja wohl mehr oder weniger erfolgreich da durchgewühlt. Aber das mit dem Schleichen, ich weiß nicht, ob das für Christopher Raven wirklich so sinnvoll ist, zu schleichen und mit dem Messer rumzuwerfen. Also, man hat gesehen, wir kriegen sie mit dem Rapier auch ganz gut nieder, die Kannibalen. Und ich glaube, Schleichen ist erstmal nicht notwendig. Jetzt müssen wir mal abwarten, ob wir die Leute, die wir da befreien wollen, hauptsächlich eben diesen Bloodthirst, was weiß ich was, Bloodthirst Harry oder wie er heißt, ob wir den noch lebend vorfinden oder ob die schon die Kochtöpfe gewandert sind. Aber dann werden wir mit einem großen Ansturm unserer Mannschaft hier mal wirklich komplett alles aufräumen. Aber das erst in der nächsten Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!